Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir wieder The Mask Maker. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu lange warten müssen, denn jetzt geht's weiter. Wir werden in den dritten Turm reingehen, dem wir jetzt endlich Zugang erhalten haben. Und dann werden wir hinter der Story hineinblicken können, was mit dem kleinen Jungen passiert ist, der ohne Erlaubnis in den Raum gegangen ist, in die Hinterkammer, in der die Werkstatt sich befindet. Ich habe einige Vermutungen, die ich letztes Mal schon gesagt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich bewahrheiten werden. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Willkommen zurück. In dem wunderschönen Strandfeeling, mir nur kurz umgedreht, um die Spannung zu erhöhen, denn das werden wir jetzt erkunden. Wir müssen jetzt ihn nochmal scannen. Und dann geht's auch, wie gesagt, zum letzten Turm. In diesem Level. Ich denke, es gibt nur 3 Level. Nein, es gibt wahrscheinlich 6 Level. Wir werden sehen. So, den gucken wir uns jetzt mal an. So, ist viel einfacher. Stadtwächter. How long has it been since I last ventured from my castle? Hä? Also ich denke, der Junge ist der König bestimmt. Der ist so ein bisschen. Wie heißt das Wort? So besitzergreifend irgendwie. Hast du irgendwie die Eigenschaft wie der Junge gehabt? So, bauen wir schnell. Die nächste Maske. Da sind wir ja schon Profis darin, Masken zu bauen. Hier. Federn. Diese Natur. The mask is an imprint of the mind, of the emotions. Wear it, and it disguises you with truth. Mhm. True. Einmal nach oben mittig. Und eine rote Perle. Tada! Der Stadtwächter. If I remember rightly, this village is known for having magnificent sea grove corals inside the houses of its people. They use them as charms to avoid storms and give thanks for blessings from the sea. Okay. They were traders too. The sea is a generous master, but like a king, it can be too generous. Also an Kreativität fehlt es dem Spiel nicht, muss ich schon sagen. Gefällt mir sehr. Aber es ist auch kein Zweifel, wenn dieses Spiel von den Machern von A Fisherman's Tale ist, welches ich zeitnah auch mal in Angriff nehmen werde. Bin schon ganz gespannt. Viele Rätseln. Also vom Schreiben her weiß ich, dass viele Rätseln sind. Now they're all in my castle. Grateful for my protection. Gut, das ist das, was wir brauchen. Nicht? Okay. Ich dachte, das wäre vielleicht eine Inkredenz hier, die wir brauchen. Aber vielleicht ist es ein Teil eines Rätsels. Gucken wir alle Häuser an, alle Wege an. Irgendwas uns. Ein Schuh. Once, when I ran away. I was trying my luck shoe-shining on the streets. But the poor folk were too poor, and the rich too clean. One day a family passed, all dressed in furs and silks, and beneath the fancy cloaks, mud-soaked shoes. But when I called out to them to offer them a shine, they drubbed me for my trouble, and called me insolent.
People wear all kinds of masks. Habt ihr es rausgehört? Das war ein Tipp. Ich sag nicht viel. Ich sag nicht viel. Ich denke, ihr seid schon lange drauf gekommen. Ich brauche immer bei solchen Sachen ein bisschen länger. Also was heißt bisschen länger? Also meistens immer solche Sachen, wo dann die anderen sagen, ha, ist doch klar, sind die vorher schon drauf gekommen. Diesmal habe ich meine Bestätigung. Die lautet, ich sag's nicht. Ich sag's einfach nicht. Ist es vielleicht das? Ja, das andere war nicht gut genug. Ja, wird hier gar nicht mehr benutzt, das nehmen wir mit. Nein, das behalte ich. Ich bin hier der Sammler. Machen wir noch Palmenblätter. Hier geht's auch weiter. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, welchen Weg ich gehen soll. Ich möchte ja nichts verpassen. Ah, ist der gleiche Weg. Wäre eh der gleiche Weg gewesen, okay. Oh, schon richtig verzweigt hier alles. Da ist dann der nächste Dude. Warum hört hier die Musik auf? Komisch. Schon wieder. Das auch? Ist rot. Alles was rot ist, ist gut. Schon wieder. Irgendwas will mir das Spiel doch sagen. Da kann ich nicht drüber. Oben ist kein Weg. Na gut. Dann machen wir jetzt diese Pose. Kenne dich selber. Ups. Oh nein. Follow my gestures. Fight against oblivion. Sorry, Leute. Das Spiel nimmt's mit der Pose sehr genau. Kein Zweifel. Ich finde die aber schöner. Als die wir mitgenommen haben. Da kann ich nicht weiter. Jetzt die Musik ganz aus. Ah, da ist sie wieder. Und da ist der nächste Dude, der chillt. Oh. Ja, verständlich. Kein Platz für ein Dreibein. Oder ein Bein. Irgendwie verstörend, dass das mich ganz genau anschaut. This is the guardian of the Archipelago Tower. What's he doing here? He always stood by the entrance, day and night, silently, mockingly. How did he get to this side of the island? Ooh, spooky. Did you know about this? Nein. Komm mir nicht so, ich hab nichts damit zu tun. So. The last one, guardian of my tower, guardian of the archipelago. Okay, wenn du das sagst. Rot und Lila haben wir bereit, okay. Ah, jedes Mal erstmal die Maske färben, kurz die Nase kratzen, zwei Perlen in Lila, kommen an die und die Ohren, hat die Ohren gesucht, ernsthaft, ich habe gerade wirklich die Ohren gesucht. Zwei Muscheln.
Dann brauchen wir so ein Teestück, das lila ist. Und zwei naturfarbene Korallen. Amas, you're a performer. And it expects you to play along. You must know what your mask needs you to be. Ich weiß nicht, was die Maske von mir verlangt. Oder weiß ich's doch. Gut, wir sind auf der anderen Seite. Fishing boats, and the legends say even larger vessels to explore beyond the horizon. Legends, of course. These people hardly seem capable of exploration. Not without a key. Okay. Wir kommen dem Turm immer näher. Ich überlege oft, ob ich mal wieder ein Horrorspiel spielen sollte. Aber dann wird mir bewusst, ich mag keine Horrorspiele. Vielleicht irgendwann mal, wenn mich der Mut packt. Dann vielleicht. Aber momentan. Nee. Müsste ich mich zwingen. Ich glaube, wir müssen ein Boot fahren. Das machen wir doch glatt. Well, a boat is a useful thing, I suppose. But there's been no wind here in many years. I fear you've wasted your efforts once again. Na, na, na. Das kriegen wir hin. Von wegen kein Wind. Where is that wind coming from? I've not felt it stir since I don't know when. Truly, the realm is responding to your touch, my apprentice. It draws you to the towers. Perhaps the kingdom senses my great design and urges you forward to find all three ancient fragments. But don't forget, you're in my realm. Yes, I know all about the whispering voices trapped in the towers. I can't stop you hearing them, but perhaps it suits me for now. Do you hear me, ancient ghosts? My realm! I took this kingdom from you once, and I will do it again. And you, apprentice, do not forget that we have a deal. I will keep it, even if you don't. Learn what you can from them. I will make use of it, one way or another. Er ist böse. Der ist sowas von böse. Das gefällt mir gar nicht. Aber nur den. Wir stehen vor dem dritten Turm. You need to synchronize with our statues. Und wie sich meine Vermutung bestätigt hat, eine haben wir noch nicht gemacht. Das heißt, wir sind kurz zurück. Ich schätze mal, die müsste reichen. Dahin. Kann ich darüber jumpen? Nope. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Mal irgendwie vielleicht dran vorbeigelaufen, ich weiß es nicht. Und ich hab's nicht gepeilt. Follow my gestures. Come to the tower. Your power is growing. So. Offen. Gut. Was sagt ihr Leute, sollen wir reingehen? Ayo, los geht's. Schön rot, ich liebe rot. You have met the king, or a shadow of him. You are his hands, his eyes in this world. Just as you borrow the bodies of his subjects, so his shadow controls you, drives you forward. But here, you are safe from him.
Now, join me. Time is short. Okay. Schön rot. Die Farben gefallen mir. Schön langsam. Oh, es geht wieder hoch. Am Anfang dachte ich, jemand ruft mich. Oder das ist irgendwie getriggert durch das Laufen. Aber das ist einfach nur der Ton des Turms. Once this was a simple world. Made up of simple cycles and created by a ich krieg gleich Gänsehaut. A secret place of mindfulness where Maskmaker's visions could blossom. Was nicht höher? Oh Mann. On its simple wooden subjects. The realm was passed down from master to apprentice for generations of Maskmakers until he escaped here. Remade it for his own purpose and called himself. It is good to see you, my friend. I doch zwei geteilte. Gulasch. And mine is the Kabalash. Secret Gulasch. Door of Cardigan. Jetzt habe ich Hunger. Be open, be tolerant and defy isolation, lest you lose yourself in the masquerade. Gut, der ist sympathisch. We must liberate the king from Jawohl. This world. Fistbump. The only way is for you to heal the realm, complete the apprenticeship and become the mask maker. Let's go deeper inside the mask and prepare you for the grand ritual. A ritual the king has never seen. Es hört sich gut an. Early for you, granted, but needs must. Open yourself. Follow my gestures, become them. Okay. Hallo. Grüßen Sie sich. Ich grüße mich. Ich grüße ihn. Ach, wie auch immer. Jetzt auch machen. Oh. Was? Oh, jetzt ist das auch noch ein Tanzspiel. Joch, halt mal Abstand. Ich komm nicht mit nach. Ja, klar, das soll ich jetzt alles nachmachen. Falsches Spiel, Dude, falsches Spiel. You have done it. You are ready to Angeber. I warn you, they are not happy memories. That is why they burrow so deep. But you must understand before you can face the king. Take off my mask and you will discover the truth. Okay, also nochmal. Until one night. Tired of tests, sick of the face in the mirror, the nameless boy found the way to the master's secret workshop. In he crept. He found the hidden blueprints. So, this is what the old man had been hiding. This is what the boy was unready for. Why, he had all the answers already. So many different faces to choose from that the old man had kept all to himself. But most important, he found the master's mask, handed down from mask maker to mask maker. He had already seen the old master wearing it in the shop. But how many secrets could one so simple old piece of wood hold? When he saw himself in the workshop's mirror, he was transported
Inside the Master's mask, he discovered a whole world full of inspiration. The boy began to explore in secret and to believe he had discovered a power the old master had never found, a freedom he had always been denied. Was this where the boy could finally surpass the master? When the boy finally emerged, the light of dawn peeking through the shutters, the mask seemed different, reflecting the ambition and the desire of a young man who could become so much more than a simple apprentice. Ich wusste es. You have proven yourself, but you are still an apprentice. There can only be one mask maker in this realm, and the king is still on his throne. You must face him, and together you must face the truth. Die Maske ist frei. Okay, bevor es jetzt da zur nächsten Welt geht, will ich sagen... Welcome back, young initiate. You have new tools for your journey. What? Was habe ich bekommen? As you venture deeper into the mask realm, the workshop too is returning to life. New mask bases have appeared. The mask maker's paintbrushes are waiting for you on the workbench, so that you can paint... Paintbrush! Young apprentices would spend months and years simply in carving base masks. But clearly, the workshop believes you are ready for more. Or perhaps the realm has even less time than we thought. Once we tried to reach the king, to speak through the guardians to him, but he retreated from us. He broke the bridges, he abandoned his subjects on islands and outcrops, and shrank back to his castle. He doesn't even remember a world where he is not king. Okay. Okay. Das bedeutet, wir können zwar jetzt in die nächste Welt, aber ich würde gerne... ich weiß nicht, nimmt das die Spannung weg? Denn die können wir sowieso noch nicht erstellen. Uns fehlt eine Inkredenzie. Ja, ich will die Spannung nicht vorwegnehmen. Wir machen jetzt einfach hiermit weiter. Ihn haben wir gescannt. Aber wir gehen jetzt hier weiter in die nächste Welt. Wieder etwas zu scannen. The Guardian still stands protecting the tower. Borrow its body and you can move forward. Aber ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Und da fehlt uns auch noch ein paar Sachen. Ist das so ein... Ist nicht die Muschel, oder? Nee, das ist nicht die Muschel. Das ist was anderes. Okay. Also hier kommen wir nicht weiter. Also müssen wir doch ins nächste Level. Und schauen, ob wir... Ob wir... New paintbrushes are beside the paintpots. And there are new mask bases on the bench. Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Masken finden, die wir erstellen können mit den Ingredienzien, die uns zur Verfügung steht. Oje. So. Käfer, okay.
Oh, wir sind jetzt oberhalb, okay. That guardian has had a long vigil guarding this tower. Borrow its body to move onward. Die können wir erstellen. Gut. Den werden wir jetzt machen. So, wir haben einmal hier. Wir brauchen Orange und Gelb. So. Machen wir erstmal ein in Orange. So, und jetzt kommen die Brushes zum Tragen. Jetzt bin ich gespannt. The younger ones always prefer playing with colors. While older crafters find carving more refined. Oh, we have got to get out of this place. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit dem Malen ist. Haha, okay, flächenweise. Sehr schön. Teestücke. Die orange sind. Zwei Hörner. In Natur. Und eine Koralle. So. Willkommen im nächsten Gebiet. Sieht nach Giftgas aus. Biowaffen. Und unser altbekanntes Glibbergas. This is the Dapplemerk. Something is wrong in the groves. Ja, das stimmt. I can smell it, but I cannot see it. Oh, ich glaube, es ist Odin. Like grows so twisted, but I doubt it. I have tried many times. Nein, das wollte ich haben. That damn bird, it stole the component we need. I should have eradicated them ages ago, if not for the feathers. The red heart nests deep within the forest. You'll need to find its nest. That's where they keep the stuff they steal. Damn it. Das ist der nächste. Ja, den tun wir gleich mal einscannen, dass wir den schon mal haben. These villagers were especially entwined with their trees. It is from here that the wood for all of my subjects first came, long ago, when new ones were still made. They traded with the swamp folk, of course. The treasures of the forest appeared on masks all over the realm. The mask of a wood gatherer. I used to be. They would go deep into the lower parts of the forests and swamps, seeking only ancient wood that the forest was finished with. Ja, das Gift. Gut zu wissen. Und irgendwas müssen wir da reinlegen. Ja, ich weiß nicht. Entweder es muss von oben was runter oder von unten noch was nach oben. Aber wir sind auf jeden Fall ziemlich weit oben. Piep, piep. Dieser nervige Vogel, ey. We're getting to the root of the problem here. This is the beating heart of the parasitic fungus. From here it spread to the swamp and was reaching its tendrils towards further lands. Finally, we can eradicate it. Viele Masken, die wir erstellen können. Boah, ist gar nicht so einfach. Einfach ruhig stehen zu bleiben.
bird hunter. Now we're getting somewhere. These would hunt redheart nests for feathers and sometimes eggs, until the heart of the parasite completely blocked the way. Nehmen wir das Giftdingens mit. Also das Nest ist da oben. Da kommen wir aber nicht hin. Uns fehlen die Kredenzen, um seine Maske herzustellen. Um dann den Fungus zu zerstören. Ups. Okay. Jetzt wird es ein bisschen tricky, glaube ich. Es könnte sein, dass man von einer Maske zur anderen hin und her swappen muss. This is where the tree tappers worked. Harvesting das macht keinen Sinn. That was used for making everything from das kannst du mir nicht, Vogel. Ships. Sap from the treacle leaf tree. This is precious stuff. Drips slowly and painstakingly for years, like tears of blood. Ich muss echt gucken, dass ich hier nicht... dass ich hier nicht irgendwie... die Orientierung verliere. Also, wundert euch nicht, wenn ich jetzt wild umher durchrenne. In der Hoffnung, den richtigen Weg zu finden. Aber ich glaube, hier ist auch nichts. Wir haben jetzt einen Sirup. Wozu der jetzt gut ist? Klar, um eine Maske herzustellen, aber ob wir... die Maske, ob wir hier noch irgendwas reißen können, ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Da ist einer. A hunter-gatherer. They climb trees to get the seeds. Ja, den können wir machen. Dann kommen wir auf die nächste Ebene. Sehr gut. Gut, dann erstellen wir noch die Maske. Wir haben jetzt alle hergestellt. Und zwar die hier können wir erstellen. A joyful mask. One who lived and breathed the forest. Einmal orange. Wir brauchen rot. There have been great civilizations that rose without the wheel, but all cultures find ways to mask their members. Bambus. Sirup. Sirup ist Sirup Natur. Ja, das ist Naturfarben. Und dann noch gelbe Farbe. So nice mit dem Malen. So. These houses were great lookouts to observe courtship parades from all kind of wild birds. I remember sumptuous swirls of colors everywhere. Unfortunately, there's not much to observe these days. Ja, das ist alles durch deine Habgier zustande gekommen, dass die Welt, die du vermeintlich versuchst zu regieren, zusammenfällt in kleine Einzelteilen. Aber das ist dir nicht bewusst. Und das werde ich dir aber noch deutlich machen. Was ist das? Here in the canopy is where we will find high briar seeds. Aha. Kann man da hoch?
Na, eigentlich falsch rum. Wahrscheinlich von hier. Ja, so macht das mehr Sinn. A song seed from a hybrid tree. I remember these were also used for music. Nix Ingredienze. Ja, da haben wir eigentlich schon fast alles hier oben erreicht. Ich denke, als nächstes geht's zum Fungus irgendwie. War unser Gift. Wo ist das Gift? Ja. Ich glaube, ich werde Gift suchen müssen. Genau, und dann kommt es da hoch. Ich verstehe. Sehr gut, aber das machen wir beim nächsten Mal. Denn leider ist die Folge jetzt auch schon zu Ende. Ich denke mal, als nächstes werden wir hier den Pilz angreifen. Hier ein bisschen den Wald von dem Fungus befreien. Welches dann letztendlich dann zu dem Hauptfungus zurückkehrt, um dann quasi zurückgehen. Und dann werden wir diesen vermaledeiten Vogel uns vorknüpfen, der uns diese Ingredienze geklaut hat. Ja, wären wir doch schneller gewesen. Nun gut. Ab zur Atmung. Also meine Vermutung bestätigt sich immer mehr. Ich möchte noch nicht spoilern, aber ich glaube, ihr seid auch schon dahinter gekommen, wer dieser König ist. Wäre auch irgendwie unglaubwürdig, wenn es nicht der Fall wäre. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt die drei Level durch und drei weitere haben sich revealed, die natürlich auch ihre Besonderheit haben. Und irgendwie kommt da jetzt mehr Fahrt in dieses Spiel rein. Das gefällt mir sehr. Ich hoffe, beim nächsten Mal noch mehr zu erleben und ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn es dann heißt, wir spielen Mask Maker. Ich denke mal, den nächsten Mittwoch nehmen wir das wieder in Angriff. Ansonsten bleibt beim Laufenden. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. In diesem Sinne, euer Enderl Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.